wenn alles außer Kontrolle scheint, unsere Aufmerksamkeit hilft. Ahmad organisiert die Freiwillige Feuerwehr im Geflüchtetenlager in Arsay. Immer wieder zerstören Feuer Zelte von Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten und seit 10 Jahren nirgends ankommen können. Theresa behandelt ehrenamtlich kranke Kinder. Um sie herum herrscht Hunger durch Überschwemmungen und Dürre. Nebenher baut Theresa Gemüse an, um ihre Familie zu versorgen. Yassin unterrichtet ehrenamtlich Kinder, die wie er geflüchtet sind. Er ist einer von 1 Million Menschen im größten Geflüchtetenlager der Welt. Yassin hofft auf Zugang zu Bildung, denn einen anderen Ausweg sieht er nicht. Lasst uns vergessene Krisen weltweit in den Fokus bringen. Jetzt informieren. indenfokus.de